Hallo meine Freunde der Sonne, das immer wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen, weiter geht's mit YouTube-Kacke, Tagesschau auf einen ganz anderen Level und seid nur bitte nicht böse, dass ich gerade eine Jacke anhab. Ich bin gerade erst vor 10 Minuten reingekommen, es ist sehr, sehr spät. Wie spät haben wir's denn? 18.19 Uhr und mir ist scheiße kalt. Mir ist wirklich scheiße kalt, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Es tut mir sorry. Ja, jetzt gucken wir mal, den Vorschlag an. Viele Grüße gehen raus. Ich soll ja deinen Namen nicht sagen. Viele Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir gefällt der Vorschlag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der ersten Tagesschau. Wow. Wow. Heute im Studio Linda Zaffenkes. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Hallihallo. Boah, schau. Angesichts steigender Partyzahlen brachte Bayerns Ministerpräsident Söder ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250.000 Euro. In den USA ist Covid-19 wieder in vollem Gange. Amtsinhaber Trump plant nach seiner Covid-19-Erkrankung Antritte. Er sei ansteckend, so sein Leibarzt. Wisst ihr, was ich mich bei Trump so frage, ob der überhaupt Bock hat, aus dem Weißen Haus rauszugehen? So, der hat sich, glaube ich, da so häuslich reingeschlichen, der hat gar keinen Bock mehr rauszugehen, ne? Aber stellt euch mal vor, ne? Also erstmal ist es auf einer Seite so ein bisschen Kindergarten, aber das ist ein ganz anderes Thema, da müsste ich jetzt voll lange ausholen. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet so gekündigt und sagt so, nö, ich gehe jetzt nicht, nö, ich arbeite weiter, könnt ihr vergessen. Und ihr arbeitet einfach weiter. Stellt euch das mal vor, ihr arbeitet einfach weiter. Es wäre so geil. Einem erneuten Corona-Test. Trump hatte bereits gestern von einem Balkon des Weißen Hauses aus zu hunderten Anhängern gesprochen und dabei seinen demokratischen Herausforderer Biden gewaltsam angegriffen. Mit einem Tee beginnt der Präsident seinen Sonntag. Ich wusste gestern schon, dass ich Trump bin. Ich habe dieses verrückte China besiegt, antwortet Trump. Gestern hatte er zum ersten Mal vor mehreren hundert Menschen eine Rede gehalten. Trotz 50 Neuinfektionen pro Tag in den USA, sagte Joe Biden, werde bald verschwinden. In Belarus haben heute erneut 10 Menschen den Rücktritt des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko gefordert. Lukaschenko ist bereits seit 26.000 Jahren im Amt und lehnt Neuwahlen weiter ab. Gleich zu Beginn der heutigen Demonstration gegen belarussische Polizisten und Schwarze brutal gegen demonstrierende Frauen. Oh, Alter! Blendgranaten und Wasserwerfer. Aber ich weiß, viele werden mich jetzt hassen und viele werden jetzt definitiv auf Dislike drücken. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Polizei von der DDR und sowas oder noch weiter zurückgeht und wie die Polizei jetzt agiert, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt bei der Polizei wäre und, weißt du, wenn du tausendmal beleidigt wirst, okay, ist in Ordnung, aber irgendwann hast du ja die Schnauze voll. Wenn du von jemandem angespuckt wirst, ja gut, okay. Wenn du aber das jeden Tag wirst und der Respekt immer mehr fällt und glaub mir, ich krieg das leider jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch da drüben ist, aber hier in Dresden leider gerade extrem mit, auch jetzt an Kontrolleure und sowas, da kriegt man es ja am meisten gerade mit, dass auch mal ein Kontrolleur, das habe ich persönlich sogar schon miterlebt, dass ein Kontrolleur geschlagen wurde, also wirklich, und der Kontrolleur, wie alt war denn der war kurz vor der Rinne, der hat es nur noch nebenbei gemacht, ne, und der wurde geschlagen, ne, und wenn ich mir so angucke, wie der Respekt flöten geht, da wünsche ich mir manchmal so, und wie schon gesagt, ich könnte jetzt ein paar hassen, aber manchmal wünsche ich mir, ach komm, einfach mal mit einem Wasserwerfer mal volle Bulle geben oder einfach mal, naja, vielleicht mal die Demonstranten ganz lieb streicheln. Weil wenn ich manchmal so Videos angucke, und ich war auch schon auf Demos, um mir einfach mal ein Bild zu machen,
Da hast du einfach Leute, die vorne, ne, da hast du immer deine scheiß Chaoten, die vorne halt einfach auf die Polizei schubsen, die Polizei anspucken, von der dritten, vierten Reihe kommt eine Flasche geflogen. Wäre ich da ein Polizist, ey, ich würde die Nerven verlieren. Ich bin froh, dass ich nicht in den Dienst bin, aber ich würde die Nerven verlieren. Also den größten Respekt an alle Polizisten, die wir haben in ganz Deutschland. Ich würde komplett die Nerven verlieren. Komplett. Ich würde sagen, hier, du tickst nicht richtig und dann hier mit dem Schlagstock verpisse dich. Dann mit dem Elektroschocker. Wassergranaten ein. 10 demonstrierten allein in Minsk. Nachdem die Menschenrechtsorganisation Vjasna in den letzten Wochen massiv gegen schwarze Journalisten vorgegangen war, filmten heute Menschen aus ihren Fenstern und von Dächern, um die Gewalt gegen Tiere zu dokumentieren. Die österreichischen Sozialdemokraten Laut bisherigen Hochrechnungen erreichte die SPÖ von Bürgermeister Ludwig etwa 2%. Also ich habe jedenfalls die Sozialisten gewählt und... Sozialisten. Die rechtspopulistische FPÖ verliert dagegen etwa 2 Wähler. Hierzulande fehlen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft rund 342 Milliarden Kita-Plätze für unter Dreijährige. 342 Milliarden? Ja. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12.12. Auch in der neuen Woche sorgen kühle Tiefdruckgebiete und Luft für Wetter. Heute Nacht fällt in den Alpen längere Zeit Schnee, oberhalb von 1000 Metern Regen. Im übrigen Land teils klar, teils dicht bewölkt, teils Regen, teils Schnee, teils Sonnenschein, hier und da Schnee, Schauer. Morgen hier und da viel Schnee, gelegentlich Regen. Im westlichen und südlichen Bergland 10 Grad, hier und da viel Regen. Am Dienstag eine oft trockene Mischung aus Regen, Schnee und Wolken. Am Donnerstag oberhalb von 10 Metern Schnee und es bleibt recht. Boah, 10 Meter Schnee. Tagesthemen gibt es heute um 15.23 Uhr. Wirr. Und ich weiß nicht mal, wie Rafael Nadal starb. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. War ein kleiner Quickie, hat mir sehr, sehr dolle gefallen, war wieder sehr schön. War ein kleiner Quickie, war ein kurzes Video. Ich hoffe, findet ihr es nicht so schlimm und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch gerne über Twitter oder Instagram, würde mich freuen. Und ja, bis dann wünsche ich euch viel Erfolg beim... Ja, bei was überhaupt? Beim... Dinge tun. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.